Kulturgames. Das heißt, immerwährende Lebensfreude, und damit sind wir bei unserer ersten Aufgabe. Wir verbreiten Lebensfreude. Das klappt oft durch Outfit oder das, was wir sagen. Manchmal auch durch das, wie wir aussehen. Wir haben hier den, sag ich mal, den Motor des CSD, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Getroffen, dein Name ist? Holger Alexis Eben. Okay. Du organisierst den CSD in Kassel. Genau, also nicht alleine, sondern mit tatkräftiger Unterstützung, aber wir organisieren praktisch den CSD hier in Kassel. Genau. Ist klar, bei so einer Organisation brauche ich Helfer, das geht gar nicht alleine, logisch. Der wievielte CSD ist das in Kassel? Das ist der 15. in Folge. Ja. Den ersten gab es 1992. Danach war dann erstmal ein bisschen Pause für 10 Jahre und seit 2002 gibt es den CSD in Folge. Jetzt die Gretchenfrage. Habt ihr den Eindruck, dass sich was bewegt hat seitdem? Grundsätzlich ja. Also es ist etwas lockerer geworden, wobei so in den letzten Jahren sind so die homophobe Angriffe doch wieder ein bisschen zugenommen. Aber es ist etwas lockerer geworden, es ist einfacher geworden für Schwul, Lesben, Bi, Transgender. Im Arbeitsjob oder an den Arbeiten gibt es immer noch ein bisschen Probleme, aber es ist tatsächlich ein bisschen besser geworden, auf jeden Fall. Ja gut, jetzt hat ja auch die Politik dieses Jahr ihr Teil dazu getan, endlich die Anerkennung. Genau, Gott sei Dank. Wie wird sich das auswirken? Ja, ich hoffe, dass es auch als solches auch angenommen wird von der Community, weil wir haben viele Jahre darum gekämpft. Das haben wir jetzt erreicht und ja, jetzt gucken wir einfach mal nach vorne, weil es gibt natürlich immer noch sehr, sehr viel Adoptionsrecht und. Aber ich glaube, die Ehe für alle ist schon mal ein guter Schritt nach vorne und wir können jetzt auch ein bisschen entspannter an das Ganze reingehen. Ich selber werde jetzt auch meinen langjährigen Partner heiraten. Das wäre die nächste Frage gewesen. Genau. Wie sieht es persönlich aus? Genau, also ich bin jetzt im 11. Jahr mit meinem Partner zusammen, der auch mit im Vorstand vom CSD ist. Ich erinnere mich an ein bestimmtes Foto am Strand. Genau. Ja. Genau. Und ja, wir werden auf jeden Fall dieses Jahr noch irgendwann irgendwie heiraten. Klasse. Als Schlussfrage, gibt es ein besonderes CSD-Erlebnis, was du gerne hervorheben möchtest? Irgendwas Besonderes, irgendein besonderer Star, irgendein besonderes Erlebnis? Also es gibt eigentlich, es gibt positive, es gibt negative oder nicht so schöne Sachen. Mir persönlich hat immer gerade das Straßenfest mit den Künstlern, die Organisation, das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht in den letzten Jahren. Wir hatten ganz, ganz tolle Gäste da. Wir haben auch heute wieder ganz tolle Gäste da, die das gerne machen, die bereit sind, eben auch auf kleine CSDs zu gehen, nicht nur auf diesen großen, wo sie mit Sicherheit mehr Geld verdienen können. Aber grundsätzlich, klar, es ist immer Stress im Vorhinein und auch an dem Tag selber. Aber wenn man dann irgendwann, wie ich jetzt heute in der Moderationssequenz auf der Bühne steht, dann fällt das alles ab und es ist alles schön, es ist alles super und das Wetter macht mir das alles toll. Eine Strophe habt ihr noch.
Wir haben uns hier mit Caro getroffen. Caro hat eben gesungen hier auf der Bühne im Hintergrund. Man hört jetzt auch Musik von anderen Interpreten. Caro hat uns besonders gut gefallen. Wir begrüßen erstmal Caro. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in Kassel. Warst du schon mal in Kassel? Durchgefahren, aber zum CSD noch nicht. Wie durchgefahren? Ich glaube, ich bin mal kurz dran vorbeigefahren. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du nur vorbeigefahren bist? Bestimmt hatte ich irgendwo einen Auftritt weiter südlich und da war Kassel auf dem Weg. Das lassen wir vielleicht gerade noch gelten. Was uns eben besonders gut gefallen hat, dass du in die Menge gegangen bist und die Menge animiert hast zu mitmachen. Klappt das in jeder Gruppe gut oder klappt das in Kassel besonders gut? Am liebsten hätte ich jetzt gern die Antwort, ja, in Kassel ist es besonders schön. In Kassel ist es auch schön. Ich würde da keine Stadt hervorheben, weil es immer gut ankommt, wenn ich in die Menge gehe und die Leute lieben das, wenn man so nah bei ihnen ist und mit ihnen tanzt. Gut, zum Schluss nochmal, haben wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Ja, also es hat Spaß gemacht. Wetter ist gut, mehr kann ich mir nicht wünschen. Wie kann man Caro erreichen? Wo kann man Caro buchen? Man kann mich über die Website natürlich erreichen unter www.caro-music.de, alles mit C geschrieben. Und natürlich auf Facebook auch. Ja.